Money, 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 money. Nee, aber ich mit Einmachgefäß können wir Marmelade herstellen und es den Leuten schenken. Ich geh jetzt noch einmal Kupfer holen. Du bist ja so scheiße altruistisch, ey. Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite stehen. Morgen ist es klar und sonnig. Perfektes Wetter für den Blumentanz. Blumentanz! Morgen. Das klingt gut. Das klingt nach Spaß. Oh je. Benni, hol dir jetzt erstmal deine Schuhe hier aus. Hol den Shit aus der Erde. Hä, cool, wo hab ich denn die eiserne Klinge her? Ein Stahl-Kurzschwert? Hier, du kriegst das, Lumi. Ein Stahl-Kurzschwert. Moment, ich bin gerade hier mit Sortieren beschäftigt. Ah, sehr viel Shit. Das Stahl-Kurzschwert, nimm das. Ja, das ist aber geiler als deins sogar, ne? Nee. Glaube ich ja wohl nicht. Ich habe eine eiserne Klinge, die macht 12 bis 25 Schaden. Wo hast du denn die her? Ja, anscheinend ist die getroppt worden. Ich habe es nie mitbekommen. Aha. Sauber, nice, danke. Bitte. Ich habe übrigens 7 goldene Pastinaken jetzt schon, ne? Benni, ich habe dir jetzt einen Schuh in die Ausrüstungskiste reingehauen. Nicht, dann verkaufe ich meinen Schuh. Ah, ne, den muss man direkt verkaufen. Den kann ich hier nicht verkaufen an der Stelle. Ja. Zieh ihn einfach an, Benni. Also ist 2 zur Auswahl. Genau. 2-mal die Seite. Blumentanz! Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst antanzen. Oh! Einer von euch beiden darf mit mir tanzen. Ihr könnt auch. Ich glaube nicht, dass wir miteinander tanzen dürfen. Ihr könnt auch Eisenerz langsam mal einschmelzen. Erstmal blocken. Erstmal die Pflanze blocken. Ihr könnt Eisenerz einschmelzen. Ich nehme sie. Ich nehme die alle. Alle für mich. Boah, weißt du, was ich jetzt hier alles hab? Puh. Ja, dann können wir jetzt so ein paar Pastinaken kaufen, ja. Das wird der Running Gag. Ich hab gerade 34 normale und 19 Silberpastinaken. Ja, dann bring doch jetzt mal die goldenen dahin, wo sie hin müssen. Hab ich schon. Achso, nee, ins Gemeindehaus habe ich ja nicht gebracht. Ja, dann mach. Das wird morgen, aber da kann ich meinen Rucksack holen heute. Das brauchen wir doch alles nicht hier, das können wir woanders hinschaffen. Brauchen wir dann noch irgendwie Kupfer für irgendwas? Wir brauchen immer ein bisschen Kupfer. Morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Achso, wegen Partner. Also du hast jetzt diese 5 Goldpastinaken. Nein! Okay, sonst hätte ich die nämlich jetzt schon weggehauen. Gut, dass wir drüber geredet haben. Wobei, jetzt habe ich sie genommen. Okay, warte mal. Oh, Lieferung? Ach, der Forellenbarsch. Wo ist der Blumentanz und wann? Morgen. Ach, morgen erst, stimmt ja. Morgen im Dorf. Oh. Im ganzen Dorf. Ich mein jetzt nicht mal Pastinaken. Möchte irgendjemand irgendwas anderes kaufen als Pastinaken? Ja. Was möchtest du denn kaufen? Unbedingt. Alles, irgendwas anderes, weil alles andere geht kaputt. Ist ganz wichtig. Ne, ich meine, hätte es dann gut, magst du jetzt mal deinen Rucksack? Ja, wollte ich auch jetzt machen. Aber du willst jetzt nicht für 3600 oder für über 1000 Pastinaken kaufen. Nein, kaufe ich jetzt für 1600 Pastinaken. Boah, du kannst da ganz gepflegt alleine machen morgen. Wie bitte? Lass dir erstmal deinen Rucksack kaufen, nicht, dass du immer zu viel kriegst und weniger als 2500. Ich passe, dann kann ich es ja wieder zurückverkaufen, also bitte. Pass schon auf. Ja, ja. So, die Goldpastinaken sind abgegeben. Aber das kannst du ganz entspannt morgen alleine gießen, ne? Das mache ich nicht mit. Sicherheit ist ich will nicht irgendwie 100 Pastinaken morgen gießen müssen. Du kannst es übrigens. Lediglich. Du kannst jetzt übrigens einen Ofen bauen. Es sind lediglich 83. Ja, nur. Viel Spaß. Fick dich. Ich bin es regnet doch heute, wir müssen gar nichts gießen. Aber morgen, habe ich auch gesagt. Heute habe ich ja gar nicht Geld. Ach, wir haben ja schon wieder gar nicht genug Dünger. Irgendjemand muss mir helfen, Dünger zu besorgen. Ganz groß. Liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Ben. Ich habe auch nicht genug Freundschaft mit irgendjemandem, oder? Um die überhaupt zu fragen, ob man tanzen kann. Ich habe einen Karpfen im Müll gefunden. Man kann ja auch fragen und dann sagt die Person vielleicht nein, das ist ja auch nicht schlimm, oder? Ich weiß nicht, du brauchst ein bestimmtes Freundschaftslevel, damit du überhaupt fragen darfst. Ich kann Pam fragen. Ich kann mich auch niemanden fragen. Ich tanze mit der alten Oma. Ich frag den Shane. Ich mag den Shane. Selbstmord Shane. Ich habe heute Morgen auf die Zeitung gelesen und wurde deprimiert. Wir leben in einer Scheißwelt, Kind. Okay, mit der kann man wohl nicht tanzen. Setz deine Birne ein und du wirst unbeschadet durchkommen. Das hat mein Papa immer gesagt. Ich habe einen Müll im Karpfen gefunden. Karpfen und Müll gefunden. Okay, also anscheinend kann ich niemanden fragen zum Blumentanz. Aber du kannst jetzt deinen Rucksack kaufen. Stimmt, da war ich sowieso schon gerade. Vergiss es nicht.
2007. Ha. Gib mir den Rucksack. So. Kaufen. Du wieder, ja. Du baust dann jetzt erstmal deinen Ofen. Ich baue jetzt gar keinen Ofen. Ich habe gerade Holz, um Dünger zu kriegen. Du baust jetzt deinen Ofen. Warum liegt hier Schleim in der Mineralbox? Ofen bauen. Liegt hier eigentlich Strom? Ja, warum liegt hier Strom? Da machst du eine Maske auf. Da ist mir dabei. Genau, Felix. Ja. Nimm den Dildo in den Mund. Ja, mal gucken, wie das klappt. Man kann ja wohl auch bei Frauen Oralverkehr machen, hallo? Ich sag zu diesen Themen nichts mehr, Alter. Am Ende lande ich wieder als Clickbait in irgendeiner Überschrift. Warum nicht hier Stroh? Best Playerin steht auf Blasen oder irgendwie so, was steht da? Wer steht denn nicht auf Blasen? Entweder, also Benni, wir hatten doch vorhin noch ein anderes Dingens, eine andere Überschrift. Das war ziemlich neutral. Nehmen konnte. Ja, jetzt kannst du nehmen, warum liegt hier Stroh rum? Stroh rum. Das kam ja einmal drin vor, Benni. Ja, wir haben also bei dem Video haben wir wirklich drüber gesprochen, oder? Über schöne Brüste und sowas. Und Brüste bei Twitcherinnen. Clickbait. Es war nicht Clickbait. Clickbait. Wir haben wirklich drüber geredet. Nein. Seid alle doof. Ich hack denn noch Holz außer mir. Was, wer hat Puls? Ich hab das Gefühl gehabt, jemand anders hackt noch Holz. Ich hab immer Puls, wenn ich mit euch spiele. Ich hab irgendwas von dem Puls verstanden. Wer hat noch Puls? Irgendjemand außer mir hackt noch Holz. Was hörst denn du, Lumi-Mensch? Bist du. Was ist denn mit dir kaputt? Bei mir ist ein Doppelrhythmus gerade. Du dumm, du dumm, du dumm. Das heißt, irgendjemand muss irgendwo noch Holz hacken. Ich höre nichts. Ach, scheiße, das war. Ah, jetzt ist es Eisenplatsch. Habe ich gleich keine Energie mehr, das ist natürlich schlecht, weil jetzt habe ich Dünger, aber keine Energie mehr. Aber ich kann ja auch noch irgendwo was futtern. Oh, super, jetzt hat der Spiel zu, ey. Aber für Dünger verteilen brauchst du keine Energie und heute musst du gar nicht gießen. Das stimmt, aber ich muss mehr Pflanzenplätze machen, glaube ich. Oh, noch mehr? Ey, ich habe 83 Pastinaken gekauft, irgendwo müssen die ja hin. Pastinaken. Ja, schieb sie dir in die Tasche und benutze für die Vögel als Andockmittel oder so. Bitte was? Ja, weil die doch Körner die mögen. Haben Vogelscheuchen gebaut, dass eben keine Vögel kommen. Du kannst ja vielleicht die Singvögel anlocken. Singvögel? Gibt bestimmt Singvögel, wie Amseln oder sowas. Die hübschen Vögel halt. Die nur Körner fressen, die ihnen angeboten werden. Als ob. Alter, ist hier Dschungel bei uns. Huiuiuiui. Du warst doch unten Holz hacken. Was? Gib's zu. Ich bin nur rumgelaufen. Unterstützt meinen Wahnsinn. Vielleicht müssen wir gar nicht so viele machen. Hier ist ja echt viel Platz. Ich geh erstmal ins Gemeindehaus und gebe ein bisschen was ab. Ich war nicht Holz hacken. Ich mag dich. Ich geh angeln. Du gehst angeln mit der guten Angel aber dann, oder? Nee, da gab es mal bei Route hier. Ja, ich habe da so einen kleinen Monitor und wenn ich da drauf pisse, dann sehe ich, ob ein guter Monat ist. Und dann können wir Sex haben. Dann können wir rumfiedeln. Und dann. Es wird irgendwie nicht lustig, das ganze dann Ding. Dann kam so, ich gehe angeln. Das ganze Ding wird nicht lustig. Sag ich nicht lustig, genau. So. Habt ihr Aal schon abgegeben? Nope. Ich haben wir bisher nicht gefunden. Gibt. Einen Gotteslachs kann man nur abgeben. Kannst du alles abgeben? Nee, Gotteslachs kann sein. Es gibt halt noch die ganzen Fischsachen. Hab ich ja gar nichts abgegeben. Ja, das hat doch eigentlich eine Ablaufdauer. Nee, beim Gemeindehaus. Ach so. Was ist denn immer falsch mit dir mit deiner Ablaufdauer? Keine Quest. Guck mal, wir haben nur noch genug Platz gehabt für alle Pastinaken. Das heißt trotzdem nicht, dass es toll ist. Da hätte ich auch noch mehr kaufen können. Nein. Ja, hätte Fahrradkette. Voll gut, jetzt mache ich mal so einen kleinen liegt im Bett und ist krank. Dann gehe ich noch ein bisschen angeln. Genau. Das war tatsächlich mein Plan.
konntest du das erraten? Und dann muss ich mich jetzt nochmal gescheit hinsetzen. Musst du jetzt wieder die Gott, Facecam ey. Ausmachen, damit man höchstens nicht hochrutschen sieht. Ich muss mittlerweile nicht mehr, aber jetzt sieht man mein Dekolleté, wenn ich rumrutsche, fällt mir gerade auf. Siehst du? Dann kommen die Follows. Es sieht aber nicht gut aus, es ist wirklich mehr so. Das ist natürlich schade. Ja, mehr so Specki rutscht dich nach vorne und so. Und das ist muss man halt cool. Schon ein bisschen pushen. Schlimm, schlimm. Ich brauche nicht pushen, ich habe genug Puste. Ah, hoffentlich habe ich die Winterwurzel noch nie weggeschmissen. Wir brauchen nämlich hier um die Kristallfrucht, braucht man auch hier. Oh, boah, bist du denn für ein Fisch? Die kriegt man sowieso im Winter dann nochmal. Die Kristallfrucht haben wir auch noch. Der Fisch ist übel abgehauen. Angelst du jetzt mit der gescheiten Angel, weil ja. Ich mit der ungescheiten Angel. Angel, Angel? Aber den Fisch habe ich nicht gekriegt. Der ist durch die Gegend geschossen wie sonst was. Mau. So einen tollen Fisch, bei dem man fast nichts machen muss. Blaubarsch, 81. Ich habe sogar schon Köder dran gepackt. An die gescheite Angel. Damit ich schneller angeln kann. Kaulbarsch, ich habe auch einen Kaulbarsch. Nee, Blaubarsch war bei mir gerade. Ich habe einen Kaulbarsch. Du angelst ja auch woanders. Kira. Noch ein Blaubarsch, 84. Oh, morgen ist das Blumenfest. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Wenn ich schon das Eierfest verpasst habe. Haben wir das nicht letztes Mal noch gespielt? Falls jemand sowas ich findet, wir brauchen... Neu, wir haben ja auch keine Erdbeeren. Wir brauchen Hummer. Und keinen Hut vor allen Dingen. Hummer, ja. Flusskrebs, Krabbe oder Garnele. Dazu müssen wir die Krabbenreusen machen, die haben wir noch nicht gemacht. Ich habe das jetzt, oder wir eine Strandschnecke bräuchten wir noch. Dann haben ich glaube, das ist alles Krabbenreusen-Sachen, die wir haben noch nicht gemacht. Ja, Krabbenreusen habe ich gerade 4 Stück abgegeben und jetzt brauchen wir bloß noch ein was. Krabbenreusen hast du 4 Stück abgegeben? Ja, man kann die Muscheln auch abgeben. Ach so. Und da habe ich mir gerade einfach die Muscheln, die da waren, geschnappt. Schwarzbarsch. Wie wär's denn mal mit einem Aal? Du musst woanders, Aal ist ein Salzwasserfisch. Müsstest du am Meer angeln? Aal ist kein Salzwasserfisch. Natürlich. Nein. Aal ist ein Fisch, der in beiden Gewässern leben kann. Okay. Ich habe ihn in der Nordsee gegessen. Aal ist ein Schlammfisch, den kannst du auch in Seen angeln. Feuerquarz brauche ich dann noch. Das weiß ich tatsächlich, weil ein Bekannter von meinen Eltern selber Aal angelt und räuchert. Super geil, wenn der super frisch ist. Ja, Räucheraal war, also, oder ist wahrscheinlich auch noch was wirklich Geiles. Oh, ich bin träge. Passt auch auf die Uhrzeit. Normalen Aal magst du nicht, also ich kenne normalen Aal nicht, ich esse immer nur Räucheraal. Ich esse den Kram noch nicht. Ist mehr, nur ein bisschen komisch, wie Aal tot gemacht wird. Gehauen? Ja, aber Aal hat so eine Schleimschicht auf sich drauf, weil der halt im Schlamm lebt. Und die willst du abhaben. Deswegen fängst du mehrere Aale und machst die tot, salzt die und wirfst die in einen Eimer, weil die sich noch ungefähr anderthalb Stunden, nachdem sie tot sind, bewegen. Und dann mit durch das Salz schrubbeln die sich die Schleimschicht selbst ab. Okay. Sonst schmeckt das nämlich bitter. Solange sie dann wenigstens schon tot sind, ist ja alles in Ordnung. Ja, aber die bewegen sich halt noch mit zertrümmertem Kopf anderthalb Stunden lang. Durchgehend. Naja, das sind die Nerven wahrscheinlich, oder? Ja, das ist trotzdem ein bisschen komisch. Es ist nicht so zucken, es ist wirklich wie so Schwimmbewegung. Ja, das wird zum Ofen gebaut. Wenn ein Aal zuckt, dann ist es wie so eine Schwimmbewegung. Nee, nein, habe ich nicht gemacht. Das nervt mich jetzt mit deinem blöden Ofen. Was willst du eigentlich? Du musst die Quest da abschließen. Ich schlaf jetzt. Aber das ist schön fettiges Fleisch. Wenn ich die Schuhe angezogen, sehe ich gerade. Ich schlaf schon, da bin ich in Ruhe. Ich habe mehr Lust auf Schokolade als auf fettiges Fleisch. Muss ich beeilen, gell? Du hast noch eine Stunde. Ja. Wenn du mal richtig frischen Räucheraal gegessen hast, Hab ich schon. In der Nordsee. Okay. In der Nordsee? An der Nordsee. Bist du reingesprungen und hast ihn dir aufgerissen. Ich war zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt und ich erinnere mich immer noch dran, wie lecker der war. Also ich weiß nicht. Wir haben immer so einen ganzen gekauft und dann auf die komplette Familie aufgeteilt. Das war richtig cool. So, Level Up, sammeln Stufe 4. Alter. Kann ich einen Kohlebrennofen bauen? Kann sich der Letzte noch den großen Rucksack holen? Haben wir schon. Habt ihr schon. Guckt mal, alles so wegen meinen Pastinaken. Dann würde ich sagen, da wir viel gießen, holt euch eine Kupferkanne.